Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag heute am Samstag. Freunde, was geht? Euer Umlautmann ist back mit einem neuen Part Pokémon Schwarz. Was soll ich sagen? Freunde, normalerweise sollte dieser Part schon gestern erscheinen. Und ja, ich muss euch leider was beichten. Folgende Problematik gab es am letzten Part, den ich aufgenommen hatte. Ich hatte diesen Fehler noch nie. Ich habe gestern einen Part aufgenommen. Also wir sind im Spiel schon einen Ticken weiter, aber ich erkläre gleich alles. Und ich packe diese Datei ins Schnittprogramm und sehe, okay, ihr müsst euch das so vorstellen, Schnittprogramm funktioniert so. Du hast oben deine Bilddateien. Oben siehst du alles, was ihr seht, so diese ganzen Bilder. Und unten ist die Audio, es sind so Audiospuren. Da kann man ganz viele Audios reinpacken, zum Beispiel mein Ton, also das, was ich rede, Musik, Soundeffekte, also du kannst im Endeffekt so, keine Ahnung, 1000 Spuren darunter haben prinzipiell. Okay, ich habe immer zwei Spuren auf dem Zweitkanal. Einmal die Spur für den Ingame-Sound, das was ihr gerade hört, und einmal eine Spur für den Sound, was ich berede. Ich packe diese Datei also ins Schnittprogramm, sehe halt oben das Bild, unten sehe ich dann den Ingame-Sound und unten sollte normalerweise mein Gesprochenes sein, war aber leer. Und ich dann so, nein, was ist passiert? Warum kann man mein Gesprochenes nicht sehen? Skippe rein, man hört es auch nicht. Gucke in OBS nach. Mein Mikrofon war nicht deaktiviert. Also es gibt auch so einen Button, wo du dein Mikrofon einfach stumm stellen kannst. Sondern wirklich in den Einstellungen deaktiviert. Und ich habe mir gedacht, Digga, ich hatte noch nie diesen Fehler. Warum? Und, also mir ist es auch nicht aufgefallen, weil ich war so vertieft in der Aufnahme im Pokémon-Game, dass ich kaum ins Programm geschaut habe. Aber naja, das ist Stand der Dinge. Also kurz zur Erklärung, wo wir uns befinden. Wir sind aktuell auf dem Weg nach Septana City, so heißt glaube ich die Stadt. Und man sieht auch schon, dass ich... Stratos City, pardon. Nee, Septana City war hier, oder? Ja, genau. Wir sind auf dem Weg nach Stratos City. Und ja, dort habe ich auch schon so ein bisschen in der Story weitergemacht. Kurze Erklärung, was passiert ist. Wir sind Arti, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Der Dude, der uns hier im ewigen Wald mitgeholfen hat gegen Team Plasma. Wir haben mit ihm ebenfalls nochmal Team Plasma bekämpft, dort in Stratos City. Und weil Belle, so heißt die Süße, unsere Freundin, die Blonde, hat wieder ihr Pokémon verloren, ihr Somnian, Team Plasma hat's abgezogen. Wir haben Team Plasma, die Schergen, bekämpft und haben dann von einem der sieben Weisen das Pokémon wiederbekommen, weil Arti den sieben Weisen-Dude überredet hat. Bla bla bla, die haben so ein bisschen geredet. Das ist eigentlich so die Grundessenz gewesen in dieser Stadt. Aber ich habe heute meine Pokémon so ein bisschen außerhalb trainiert, aus folgendem Grund. Wir starten gleich schon direkt in die dritte Arena. Und die Level Cap ist, glaube ich, bei 23 oder 24. Wir sind aktuell so ein bisschen underlevelt, aber Level Cap bedeutet ja wirklich nur, dass das stärkste Pokémon so stark ist. Es handelt sich dabei um eine Käfer-Arena, bedeutet, wir müssen mit Katie reingehen. Da habe ich so ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Weil die Statuswerte von Katie echt noch nicht so das Gelbe vom Ei sind. Wir sehen es halt oben. Verteidigung 29, Angriff 29, Spezialangriff ist ein bisschen höher als alles andere. Wir sind freaking schnell. Ignoriert Wechsel der Statuswerte des Ziels. Unkenntnis, okay? Wir sind freaking schnell. Aber ansonsten ist es ein bisschen kritischer. Und Katie hat Windschnitt erlernt. Windschnitt ist eine etwas stärkere Attacke. Mit 55 habe ich für Windstoß weggelassen. Passt ja auch, weil das ist ein spezieller Angriff. Und Katie ist, glaube ich, eher speziell angriffstechnisch ausgelegt, denke ich mal. Nur die Spezialverteidigung, die ist so ein bisschen am... Ja, die sind toll, sagen wir es mal so. Efoserp, also Stigi hat sich nichts getan. Und, Bowser ist auf Level 23, dort haben wir Wasserring erlernt. Anwender umgibt sich mit einem Schleier aus Wasser, dabei regeneriert er einige KP pro Runde. Habe ich eigentlich als ganz cool empfunden. Ich glaube, ich habe Heuler oder so stattdessen einfach vergessen lassen und von daher aktueller Status, was sich so getan hat. So, auf geht's, weil hier sind wir im absoluten Highlight, meiner Meinung nach zumindest, der fünften Generation. Und zwar diese Brücke. Die Himmelsbrücke heißt es, glaube ich, oder? Ja, die Himmelspfeilbrücke sogar. Damals wurde sehr, sehr stark geworben. Ich kann mich noch erinnern als kleiner Bube. Ich glaube, 2011 kam Schwarz und Weiß raus. Da bin ich 11 Jahre alt gewesen. Oder 10? Nee, 11. Da war ich schon, glaube ich, in der Realschule. Und da kam dieses Game hier raus. Und ich war super gehypt. Und damals auf Super RTL kam immer die Werbung mit der fünften Generation Schwarz und Weiß. Und
dort in der Werbung kam immer wieder diese Himmelsfallbrücke raus, weil das so übelst besonders gewesen ist mit den verschiedenen Perspektiven und all dem, ja, alles was dazugehört. Und ich finde das super beeindruckend, über diese Brücke zu laufen. Und generell gleich Stratos City ist so das Aushängeschild für die fünfte Generation, für Schwarz und Weiß. Erstmal das Mikro wegboxen. Und das ist super cool. Real Talk, ich liebe es, hier rüber zu laufen. Und der Vibe ist einmalig über so eine riesige Brücke. Würde ich mir irgendwann nochmal wünschen, aber das Leben ist kein Ponyhof, ne? Auf geht's, Freunde! Das ist Stratos City. Eine riesige Stadt mit sehr, sehr vielen Gängen zwischendrin, die ich leider eigentlich schon im letzten Part so ein bisschen erkundet hatte. Ich will euch trotzdem gleich mal was Cooles zeigen. Ich glaube eigentlich, dass meine Pokémon soweit geheilt sind. Wir machen es trotzdem mal, kann ja nie schaden. Leider können wir uns keinen neuen Encounter holen vor der nächsten Arena. Es wurde auch gefragt, ob wir im ewigen Mal schon Encounter mitgenommen haben. Ja, Bowser hatten wir mitgenommen, also Schallquap. Freunde, ihr müsst die Part zu Ende gucken. Alles easy. So, Supertränke würde ich ein paar mitnehmen. 10 Stück? Ja, komm, wir nehmen mal 10 Stück mit, kann ja nie schaden. Ein paar Tränke, ja, wobei Tränke nicht mehr so viele, so schwach sind unsere Pokémon ja gar nicht mehr. Und Hyperheiler gibt es noch gar nicht, oder? Ne, es gibt halt nur diese einzelnen Heiler, die sind aber noch nicht so relevant, also die sind nicht relevant, also no joke. Wenn ich irgendwie verbrannt oder so bin, würde ich eher ins Pokémon Center gehen, als einen Feuerheiler zu benutzen. Klar, wenn ich zufällig einen Feuerheiler dabei habe, kann ich schaden, aber ich würde jetzt nicht unbedingt einen Feuerheiler kaufen. So. Und zwar dieser Typ hier, der ist sehr interessant. Da schmerzt mein Herz so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Und zwar, der hält Abstand von uns, kann das sein? Nee, jetzt bewegt er sich nicht mehr. Wir sprechen mal mit ihm. Vigimak, Rillmak und Sonamak sind drei Pokémon, die sich entwickeln, wenn du einen besonderen Stein benutzt. Welches Pokémon soll sich entwickeln? Hier können wir prinzipiell entscheiden, welchen Stein wir bekommen. Und den Professor würde ich tatsächlich erstmal offen lassen, aus folgendem Grund. Wir haben ja Eonia, aka Sodamak leider nicht mehr. Das schmerzt mein Herz. Genau, das meine ich mit Herzschmerz. Und deswegen, vielleicht brauchen wir irgendwann andermal irgendeinen anderen Stein. Von daher würde ich mir diesen Professor, ja, da lassen. Weil dort können wir easy einen Pflanzen-, Wasserstein oder Feuerstein bekommen. Und deswegen lassen wir ihn frei. Freunde, ich will gar nicht mehr zu lange herumschnacken, um den heißen Brei reden, wie Babybrei-Tester. Es wird Zeit, dass wir uns den dritten Arena-Orden im 10. Part holen. Das geht irgendwie ganz schön schnell voran, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Keine Ahnung, kann auch sein, dass ich mich täusche. Und von daher, auf geht's in die Arena. Here we go. Immer wieder ein schöner Vibe. Wie gesagt, Level Cap 23, 24 um den Dreh. Und dadurch, dass wir im letzten Part zwei Pokémon verloren haben, kann es eventuell ein bisschen schwieriger werden. Wir geben aber trotzdem unser Bestes. Und Katie, mach uns bitte stolz und treff bitte mit Windschnitt. Das wäre ganz cool. Und wie gefällt die Stratos City? Hier sind so viele Leute. Da schlaucht es schon, überhaupt zur Arena zu kommen. Daher will ich dir das überreichen. Danke fürs Tafelwasser. Immer wieder sehr nett von dir. Dudorino. Right. In dieser Arena wirst du es mit Wänden zu tun bekommen, die du durchschreiten kannst. Auf den ersten Blick scheinen sie undurchdringbar, doch gib dir Mühe und du wirst es schaffen. Und wenn es nicht, und wenn es mal nicht weitergeht, tritt einfach auf die Schalter am Boden. Alright, machen wir. Oh shit, das wird cool werden. Ich glaube, es gibt ja auch viele verschiedene Trainer. Boing. Einfach Honig, aber passend. Ah, dort haben wir schon mal eine Tür geöffnet. Müssen wir nur noch dort irgendwie hinkommen? Das ist wie so ein Labyrinth. Ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern. So, wir müssen auf jeden Fall an den vorbeikommen, um den nächsten Schalter zu aktivieren. Von daher haben wir jetzt den ersten Kampf in der dritten Arena in Stratos City gegen, keine Ahnung, was er darstellen soll, vom Beruf oder von seiner Tätigkeit her. Clown! Ja, Kasper! Kein Clown, sondern Kaspar Filippo. Strawickel wird als erstes eingesetzt. Ist ja ein Pokémon, was uns eigentlich nicht allzu gefährlich werden sollte, denke ich mal. Hoffe ich vor allem mal. Ich weiß gar nicht, Käfer ist nicht effektiv gegen Psycho, oder? Selbst wenn, würde es wieder ausgleichen wegen dem Flugtypen. Ist das ein One-Hit? Yes! Okay, Strawickel ist aber auch kein starkes Pokémon, leider. Trotzdem, Toxipet. Guck mal, dort haben wir jetzt mit Toxipet den Vorteil. Das ist halt das Coole jetzt mit Katie. Toxipet, Käfer, Psycho. Käfer, Gift. Und Psycho ist sehr effektiv gegen Gift. Also haben wir jetzt diesen Vorteil hier. Yes! Ist zurückgeschreckt und kann nicht angreifen. Ein sehr erfolgreicher erster Kampf gegen den ersten Trainer hier in der Arena, ohne dass wir irgendwie Schaden genommen haben. Puh! Genauso stelle ich mir das vor.
640 Poké-Dollar nehmen wir natürlich dankend mit. Danken wie Basketballspieler. Ein smarter Vergleich wie das Auto. Jetzt höre ich auf. jetzt höre ich auf. By the way, ich habe einen sehr interessanten Kommentar unter dem letzten Part oder unter irgendeinem Pokémon-Part gelesen. Und zwar, wusste ich gar nicht, ist mir nie aufgefallen. Die fünfte Pokémon-Generation ist die einzige Generation, wo wirklich nur Pokémon der fünften Generation vorkommen. Keine anderen Generationen. Finde ich super cool, diesen Fact. Junge! Kasper, da hast du mich wohl veräppelt. Wie Steve Jobs. By the way, kurze Info. Crazy Bird ist seit gestern Abend auf Spotify und anderen Plattformen erhältlich. Von daher schaut ihr doch gerne vorbei. Da haben mich seit längerer Zeit einige gefragt. David, wann kommt Crazy Bird? Jetzt ist es zum Glück endlich soweit. Hat Ewigkeiten gedauert, fast einen Monat, aber jetzt Happy Release Day auf Spotify, würde ich mal so behaupten. So, wieder ein schon wunderbarer One-Hit. Litumid, kann ich gerade nicht einschätzen, was das nochmal für ein Pokémon war. Ist das noch, ist da noch ein Gesteinstyp mit drin? Boah, ich hoffe nicht. Da habe ich jetzt, oder kommt das später? Oh nein! Bitte! Nein! Das ist doch ein Witz, Junge! Was ist denn los? Oh, das war so dämlich von mir. Ich frage auch noch, ist da ein Gesteinstyp mit drin? Boah, ist das ultimativ dämlich. Ey, wir haben nur zwei Pokémon, das ist so schrecklich. Es wird so heftig Zeit, einen neuen Encounter zu bekommen. Boah, man muss aber auch wirklich sagen, leider, bei Fleck neu. Digga, das ist ein Pokémon, wo die Verteidigung echt nicht Knorke ist. Boah, mit Evo, jetzt haben wir, können noch mit Bowser kämpfen in der Arena. Mit Evo Serb ist kritisch, weil Käfer ist effektiv gegen Pflanze. Puh, Bruder, zwei Pokémon sind geblieben. Wir müssen so dringend Encounter snacken. Ist das eine Falle? Wir haben schon mal eins zum Arena-Leiter freigeschaltet. Da waren es nur noch zwei Pokémon. Das ist so schrecklich. Bro, es ist so schrecklich, was hier passiert. Was soll ich sagen? Das war dumm. Also, wie gesagt, einige meinten im letzten Part so, yo, zwei Crits, mega bitter gelaufen. Viel hätte man nicht machen können. Vor allem, da ich halt kein Pokémon-Competitive-Spieler bin. Aber das jetzt gerade, da gebe ich mir selber die Schuld. Von einem Felswurf, wie bitter ist es, das genau viermal. Hätte es dreimal getroffen, in Ordnung. Aber viermal, das war der Gnadenstoß. Viermal war leider der Gnadenstoß. Ich will das Training gerne mitnehmen. Ich hoffe, dass es Training ist und dass das Ding uns nicht wieder komplett hops nimmt. Aber nehmen wir mal an, der Arenaleiter gleich hat irgendwie eine Weiterentwicklung prinzipiell von Lilumid oder wie das Ding hieß. Dann ist es nicht so schlimm, da wir Bowser haben. Und Bowser entwickelt sich zum Glück bald. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, Bowser wird so eine Geheimwaffe werden hier. Das Ding ist irgendwie, weiß ich nicht, es hält sich gut. Es ist nicht sehr effektiv. Warum ist denn Wasser nicht sehr effektiv? Bro, was ist das denn für ein Müll? Lehmschuss bitte. Vielleicht müssen wir Kanon einsetzen. Boah! Ja, unsere Initiative sinkt auch, okay. Wir müssen Kanon einsetzen. By the way, Bowser hätte Aufruhr lernen können im letzten Part. Ich habe das jetzt nicht erlernen lassen, weil ich das im ersten Moment irgendwie nicht so sinnig fand. Vor allem bei Aufruhr über drei Runden hinweg. Oh nein! Natürlich kann das Ding auch Pflanzen attacken. Alter, Evo-Serb, bitte krieg das hier irgendwie durch. Ich bitte dich drum.
setzt Tackle ein. Oh mein Gott. Oh. Puh. Ja, mach ruhig. Du kannst so oft wie du willst Rasierblatt einsetzen. Ich sag's dir. So oft wie du willst. Boah, alter Vater. Jetzt kommen wir zumindest zum Arena-Leiter, nicht wahr? Wärst du nicht auf diesen Schalter gestiegen, wäre ich ewig versteckt geblieben. Hat sich sogar gereimt, was er hier gesagt hat. Boah, mein Gott. Müssen wir jetzt wirklich mit Efo-Serb in den Fight? Oh, da ist ja auch noch ein Trainer, Junge. Was soll das denn? Alter, wir sind gerade so beschissen für diese Arena unterwegs. Das kannst du keinem erzählen. Boah, wäre es nicht sogar vielleicht sinniger, die Stadt zu verlassen, um so einen neuen Encounter zu fangen? Weil ich weiß ansonsten nicht, wie wir uns hier anstellen, weil das ist schon viel Glück, glaube ich. Was jetzt... Digga, ganz ehrlich, das ist vielleicht nicht die feine englische Art, aber bevor wir jetzt verrecken, wir brauchen einen neuen Encounter. Also mit diesen Typen sind wir echt nicht gut aufgestellt. Vor allem eine Pflanzenattacke, Bowser sieht echt nicht so gut aus, ich sag's wie es ist. Und in den bisherigen Trainerkämpfen waren wir sogar ein bisschen overlevelt. Wir hatten größere Level als die. Wie soll das denn dann beim Arena-Leiter werden gleich? Boah, heftig! Das ist wirklich heftig. Spannend, sehr spannend, was hier gerade passiert, oder? Erstmal Rest in Peace an Katie an der Stelle. Für meine Dummheit, man muss wirklich sagen, das war jetzt einfach meine Schuld. Ich sag's sogar, bevor ich angreife, ist das Ding hier auch vom Typ Gestein. Und greife trotzdem an. Boah. Ja, aber wer hätte gedacht, dass auf Felswurf eingesetzt wird? Trotzdem darf man so ein Risiko einfach nicht eingehen. Ach, Bro. Wie 5 Pokémon sind schon draufgegangen. Junge, was? Das ist ein Witz. Egal, neuer Encounter muss her. Komme, was wolle, neuer Encounter muss her. Und davor werden wir auch erstmal Pokebälle oder so fangen. Wir müssen unbedingt jetzt einen neuen Encounter fangen. Und ich hoffe, dass wir irgendwie aus der Stadt rauskommen. Ich weiß nicht, ob wir aus der Stadt rauskommen. Es würde ja sogar reichen, wenn wir irgendwie ein Pokémon angeln würden oder so hier. Kaufen. Superbälle. 10 Stück definitiv, Mann. So viel wie möglich rein damit. Nope. Ich muss gehen. Ich brauche einen neuen Encounter-Meister. Und dann kann man den neuen Encounter auch einigermaßen trainieren. Draining every day, every night. Und dann kann ich ja schon mal so ein bisschen die Stadt hier zeigen für diejenigen, für die es neu ist. Zieht euch das mal rein, wie cool das ist. So diese laufenden Menschen hier, die überall rumlaufen. Das ist schon sehr, sehr ansehnlich, diese Stadt. Boah, bitte komm ich raus. Bitte steht hier keiner, der uns irgendwie auffällt und sagt, ey, yo, nee, da ist gesperrt, du darfst da nur nicht durchgehen. So diese typische Pokémon-Logik, oder? Können wir da durch? Ich werde nicht aufgehalten. Wir sind in der Wüste. Wir sind in der Wüste und wir können jetzt einen neuen Encounter fangen. Oh mein Gott. Ich hoffe, wir kommen das auch hin. Gibt's hier nicht Flampion? Flampion ist die Vorentwicklung von Flampivian. Das wäre krass. Oh no, doch kein Garnuwil. Oh Mann. Oh, das ist jetzt der zweite Typ Boden, Digga. Oh Mann, halt der Maul, Garnuwil. Aber er hat Bedroher, das ist gar nicht mal so schlecht. Wobei die Weiterentwicklung von Garnuwil, ich weiß, ist sie strong? Finsterbeil, Heilball. Oh Gott, Deutsch lässt grüßen heute Morgen, oder? Ja, aber nach dem, was hier so passiert ist, Digga, komm, geh einfach rein, Bro. Mach kein Hackmack, du bist Level 15. Dankeschön. Oh mein Gott, wir haben einen neuen Encounter. Ich weiß nicht, wie wichtig das gleich für die Arena ist, dieser neue Encounter. Ich kann es gar nicht einschätzen. Wüstenkroko. Bodenunlicht lebt im Wüstensand, der durch die Sonne erhitzt. Sand gewährleistet, das immer schön warm eingepackt ist. Das ist Sinn und Zweck. Möchtest du dem Garnuwil einen Spitznamen geben? Definitiv, und ich werde mir mal was raussuchen. Freunde, das Garnuwil wird Hü-Weberwolf. Leider hat das Hü nicht mehr hingepasst, deswegen habe ich mich einfach dazu entschieden, Weberwolf klein zu schreiben. Ich denke mal, das passt so. Weberwolf, kein Rechtschreibfehler reinpacken. In der Generation ist das noch fatal, da es übel schwer ist, irgendwelche Spitznamen zu ändern. Diggi, du bist das Garnuwil. Glückwunschmeister. Auch jemand, der sehr aktiv auf dem Kanal ist und von daher danke für den Support. So! Damit haben wir jetzt ein weiteres Pokémon in unserem Team, was wir jetzt auch einfach easy, gefangen haben. Garnuwil ist ein Pokémon, das habe ich noch nie besessen. Von daher weiß ich nichts über das Pokémon. Mich würde aber schon interessieren, was hier noch so gewesen wäre. Vor allem kann ich...
Also wenn jetzt ein Flampion hier ist, weine ich. Bisschen. Nee, okay, noch ein Ganoville. Oh, Level 17. Ich glaube, wir können Bowser sogar einigermaßen trainieren. Ich glaube, wenn Bowser weiterentwickelt wäre, so mit Level 25, wäre das schon ein Ticken einfacher in der Arena vermutlich. Weiß ich nicht. Kann ich mir vorstellen. Wir müssen jetzt nur gucken, wie wir das am besten mit Ganoville machen, weil Ganoville ist halt eindeutig underlevelt. Da machen wir uns nichts vor. Vor allem das Ding jetzt irgendwie einigermaßen zu trainieren, wird halt Ewigkeiten dauern. Sieh dir einmal genau die Farbe des Sandes hier an. Wie du siehst, gibt es Stellen mit heller und solche mit dunkler Färbung. Nicht in den Sandstellen mit der dunklen Färbung verstecken sich wilde Pokémon. Ah, danke für den Tipp, Maestro. Sehr freundlich von dir. Was haben wir denn noch hier alles in der Wüste? Gibt es hier auch Trainer? Oh! Wir können tatsächlich schon hier unten trainieren, okay. Ich weiß gar nicht, ob es sinniger wäre, jetzt erst nach dem Arena-Orden zu trainieren. Na gut, so viel Ja, das macht eigentlich keinen Unterschied. So, wir haben hier einen Barschuft auf Level 18. Das geht! Das ist vollkommen in Ordnung, vor allem mit dem wunderbaren Wassertypen. Da sollten wir doch einigermaßen zurechtkommen, nicht wahr? So, Kanon. Und Ganoville muss ich halt mit Ordoch trainieren, zermürben. 18 Damage, das ist gar nicht mal so wenig. Das ist echt gar nicht mal so wenig. Sandsturm, okay, Sandstürme fügen uns Schaden hinzu. Boah, ich hab Angst. Biss. Ja, Biss ist eigentlich normal. Oh, Mann! Warum sind die eigentlich alle so stark, die Pokémon? Das ist so ein Witz, oder? Digga, ich werde so safe jetzt einen Trank einsetzen. So, das Tafelwasser. Das Tafelwasser ist immer eine gute Idee. Stay hydrated till the end of my life. Oh shit. Ja, Freunde, ansonsten, ich nehme den Part relativ früh auf, weil ich in 40 Minuten live auf YouTube bin mit Pokémon Purpur. Vielleicht war der ein oder andere von euch heute dabei, würde mich auf jeden Fall freuen. Bitte keinen Volltreffer. Danke. Und ja, weil heute Nachmittag steht wieder einiges so an Umzugsstuff an und es ist aktuell echt viel zu tun. Viel Organisation und zwischendrin Content produzieren ist echt schwierig, aber das klappt schon alles irgendwie. So, nächstes Barschuft, da werden wir mal aus Sicherheitsgründen zu Stigi wechseln, let's freaking go. Mit Ganoville, ja, ich will Ganoville einfach im hohen Gras trainieren, ist glaube ich sinniger als hier. Und ja, das steht bei mir an. Gestern Abend waren wir schon so ein bisschen am Machen mit ein paar Kollegen bei mir in der neuen Wohnung. Haben so ein paar Dinge aufgebaut, leider gab es so ein paar Komplikationen, was super ärgerlich einfach ist. Und zwar folgende Situation, ich habe was auf Amazon bestellt, so einen kleinen Küchentisch mit zwei Barhockern. Fand ich voll cool. Also so einen kleinen Bartisch quasi. Und da fehlen einfach insgesamt 10 Teile. Also 6 solche, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Scheiße, ich bin mit dem falschen Pokémon reingegangen. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also man steckt das quasi in Holz rein und dann ist der Schraubenkopf da drin und dann kann man dieses Ding so umdrehen, damit die Schraube befestigt ist. Vielleicht weiß jemand von euch, wie das heißt. Also ich bin handwerklich nicht begabt und habe keine Ahnung von dem ganzen Stuff. Solche, von den Dingern fehlen 6 Stück und diese dazugehörigen Schrauben fehlen 4. Deswegen muss ich heute in den Baumarkt fahren, um diese Dinger zu finden. Und ey, das ist, ja, was soll ich sagen, ärgerlich, wenn man was bestellt und einfach insgesamt, wenn insgesamt wirklich 10 Teile fehlen, dann denkt man sich so, WTF, was passiert hier? So, Grasmixer, warum wärst du diese dreckige... Attacke ab. Wir werden auf jeden Fall auch wieder einen Trank machen. Einen Trank nehmen. So, das Leben ist ein Geben und Nehmen. So, Super Trank wird eingesetzt. Aber es beruhigt mich schon wieder ein bisschen, dass wir wieder 3 Encounter haben. Das gibt mir wirklich schon so einen Ticken Ruhe. Das finde ich ganz, ganz gut. So, Grasmixer sollte jetzt treffen, weil Grasmixer hat, glaube ich, 90-95%ige Genauigkeit irgendwie so. Das darf man nicht unterschätzen in gewissen Situationen. Level 23, es geht voran, sehr schön. Bowser 250, Sexy Maxi, Barschuft wird als nächstes eingesetzt. Und wir bleiben noch mit Stigi drin. Stigi wird das ganze Ding hier handeln. Denke ich mal. Hoffentlich. Yeah, skrr. Okay, Wasserdüse. Da geht mir die Düse. Mehr oder weniger. Gras. Mann! Bro, normalerweise treffen wir echt oft mit Grasmixer. Liegt das an dem Sandsturm, dass die Genauigkeit da irgendwie sinkt? I don't know. Ich weiß nicht, wie das so im Zusammenhang steht. 526 ist schon sehr stark. Das nächste Barschuft wird eingesetzt, ja. Wieder auf Level 16. Wir bleiben bei Grasmixer und hoffen darauf, dass es First Try trifft. Sehr schön, ist ein One-Hit.
Sehr gut, sehr guter One-Hit. Wieder 500. Junge, jetzt geht's aber ab mit dem Training. Weiterkämpfen. Ich weiß nicht, ob wir einen Trank nehmen sollten. Wir haben noch zwei Tränke. Vorbei, Level 7, Digga, Grasmixer rein. Da geht mir wieder die Düse bei der Wasserdüse. Ist nicht sehr effektiv. Okay, 5 Schaden ist voll in Ordnung. Yes, okay, cool. Und dann sind wir mit Stingy schon Level 24. Es geht sehr, sehr gut voran. Nice! Und dann sind wir, glaube ich, auch auf dem Level Cap der Arena. Schön, alter Vater. Geil. Okay, Megasauger. Oh mein Gott, yes. Coole Attacke. Stärke 40, die Hälfte des Schadens absorbiert. Ja, kann man mitnehmen. Und mal Grasmixer speziell. Megasauger auch speziell. Rankenhieb ist physisch. Ganz ehrlich, wegbetrankenhieb. Ah, scheiße, war Stingy spezieller Angreifer oder physischer Angreifer? Ja, Digga, ganz ehrlich, wir werden noch ganz andere Attacken bekommen. Von daher ist, glaube ich, Rangnick nicht so schlimm. Und mit Megasauger, das ist schon sehr, sehr stark. Wenn du dann Wasser- oder Boden-Pokémon oder so hast, ne? Cool! Guck mal, dann haben wir diese wunderbaren Trainer hier am Strandrand, am Randstrand, Strandrand, was auch immer, besiegt. Cool! Friendos, an der Stelle sage ich mal, das war's dann noch wieder mit dem heutigen Part, weil ich merke, ich muss erst ein bisschen trainieren, bevor ich irgendwas tue. Und von daher bedanke ich mich fürs Zusehen. Das war ein sehr spektakulärer Part. Und im nächsten Part geht's dann ab und wir werden den dritten Arena-Orden holen, da bin ich mir sehr sicher. Freunde, an der Stelle danke ich den Elite-Umlaut-Generalmembern, wo einer dazugekommen ist. Von daher ganz, ganz dickes Herz, ganz, ganz dickes Dankeschön an Granger für den ersten Monat in der Elite-Umlaut-Generalmemberschaft. Und damit haben wir jetzt 5. Und das ist super verrückt von euch allen. Dankeschön, wirklich. Aber natürlich auch an jeden anderen und jeder, der das ganze Projekt hier supportet. Ich danke euch vielmals. Bis zum nächsten Mal, euer Umlautmann. Cheerio. Real.